Hallo und herzlich willkommen zurück zum News, Guides, Tipps und Solo Cellfunk Gameplay Video der Reihe über die Metamorph-Flieger von Path of Exile. Jo, es gibt eben noch keine News, also es sind jetzt eben nur Hotfixes rausgekommen, manchmal Lag Spikes, also jetzt habe ich da nur wegen dem also Wechseln von der Ebene kurz in der gehabt, aber vorher hatte ich auf der großen Map auch wieder ein paar Probleme, das ist noch nicht so ganz gefixt. Auch spawnt dieser Clown da, der kommt mit der Maschine, mit dem Sarg oder was es ist, der löst immer so eine Art Unterbrechung aus, so ein Lag Spike, und er spawnt immer an den unmöglichsten Stellen, also immer vor dem Zeiger. Und dann kommt man manchmal nicht weiter. Die Treppe, die von den ja, diesen Folterzellen in das Gebiet vor diesem Gebiet, das in diesen Stadtplatz führt, dort spawnte er und versperrte mir den ganzen Weg. Ich musste mit diesem Flame Dash drüber teleportieren, um ihn überhaupt auszuweichen. Also ich nutze ihn immer als Bosskampf, also jedes Mal, wenn er erscheint, tue ich das machen, wenn ich es kann. Aber ja, jetzt kommt Spawner zum Beispiel gut, weil er auch Platz hat. Aber das ist noch so ein bisschen ein Problem. Weil es ist so OP mit diesem Spell und den Minen, dass ich einfach ja, das auch immer nutze. Und ich finde eigentlich relativ viele Unix schon. Ah, Pandios, sehr schön. Ja, und ich schaue nicht drauf, was, wie er spawnt. Ich nutze immer das Beste. Also immer die besten Teile und spawnen eigentlich immer relativ gute Sachen. Weil irgendwie kombinieren kann man nicht. Also wenn man jetzt zum Beispiel fünfmal Unix auswählen kann, dann droppen halt fünf Unix, aber ja, kontrollieren kann man es ja nicht so. Man kann es nicht verstärken. Es droppt kein sechstes Unix, wenn man ja, Dinge hat. Ja, ich tue die irgendwie nicht sammeln. Vielleicht der da. Aber nicht so viel sammeln, weil ich nutze die Dinge einfach nicht genug. Die Map-Chisels da. Ja, das ist auch noch so eine Sache, wie mappe ich diesmal, weil ich ja nicht mehr Solo-Safe-Hand spiele, also richtig spiele. Einfach Unterstützungs-Item besorge mir, falls irgendwas verfügbar ist in der Gilde oder so. Deshalb kann man es jetzt eigentlich Solo-Safe-Hand sagen, aber ich spiele ja wie Solo-Safe-Hand, weil ich überhaupt nichts kaufe. Also einfach nichts kaufe und ja, von Freunden oder so ein bisschen Items bekommen, aber sehr wenig. Also, was habe ich schon geschenkt bekommen? Mit diese Fallenboots, die ich überhaupt nicht gebrauchen kann. Und, ich glaube, einen Ring oder so mit Resistenzen, weil ich ja Resistenzen brauchte. Sonst wäre ich jetzt noch nicht so weit. Wäre ich wahrscheinlich durchgestorben durch Akt 4. Akt 5 jetzt am Anfang. Naja, aber es geht ziemlich gut, also jetzt habe ich die Resistenzen auch höher. Jetzt machen die Gegner kaum Schaden mehr, weil sie einfach zu schnell down gehen. Ja, und der Spielstil wurde wieder schön entspannt. So mag ich's. Aber Path of Exile darf einfach nicht zu schwer sein oder zu nervig mit dem Gegner. Ist es leider aber manchmal zu oft. Weil man einfach nicht die Items hat. Also der Kollege Thorsten 38, der hat einfach alles sich geholt über Items, also über die anderen Spiele, das Traden. Und ich würde an seiner Stelle jetzt gelangweilt sein. Weil ich habe keine Items mehr, die ich jetzt unbedingt so brauche. Alles andere ist zu viel Grinding. Und ja. Deshalb mal schauen, wie gut wir das schaffen, an Items zu kommen, ohne dass man jetzt speziell auf einen Gegenstand handelt oder sucht.
Ja, suchen ist halt so ein Ding, also man findet irgendwie kaum die richtigen Items. Toll, genau die, die ich hasse. Diese Magma-Bälle machen einfach immer zu viel Schaden. Und der hat auch viel Schaden gemacht. Der normale rohe Gegner. Und wieso bekomme ich jetzt immer Pandas-Coins? Ich weiß es nicht. Zufall. Die Rüstungen könnt ihr euch immer raushauen, wenn sie nichts wert haben beim Händler. Einfach anschauen. Oh, sie sind schlecht. Also weg. Weil die brauchen viel zu viel Platz. Oder die Waffen. Die großen. Au, ich habe einen Krampf jetzt gerade in der linken Hand vom Drücken ständig. Ja, die W-Taste immer wieder drücken. Der Auslöser, wieso geht der nicht automatisch? Ich brauche einen Autoklicker. Beste Autoklicker ever. Jade ist ausweichen. So habe ich jetzt auf Englisch. Oh, mir ist jetzt aufgefallen, dass ich auf Englisch spiele. Wegen dem Patch, der. Also in dem Hotfix wahrscheinlich. Ich habe jetzt noch keine Ankündigung gesehen. Spielen wir ein bisschen auf Englisch. Aber es geht immer automatisch auf Englisch zurück. Das nervt so mega. Irgendwie, ich kann einfach besser Englisch zocken. Ich weiß auch nicht, wieso jetzt das plötzlich so ist. Ich mochte Englisch eigentlich nie zu lesen. Ich habe immer so diese Faulheit gehabt von, ja, ich möchte nicht unbedingt Englisch können. Losch. Wie schnell der Leben verloren hat. Wumms, Crash, Bang. Tot. Der Bosskampf ist ja gar nicht mehr schwer, also gar nicht mehr herausfordernd. Ich spam einfach ruhig. Oh, bist du schon down? Hä? Da habe ich sogar den Treffer mal ein bisschen riskiert. Komm jetzt raus, Innocent, mach nicht so lange. Na, also schon wieder Lowlife. Die Rüstung war gar noch nicht da. Oh Gott. Stompfleck. Wieso spawnst du dann, wenn du schon wieder weg bist? Ich habe, glaube ich, schlechte Feuerhässe, merke ich. Ah, Rüstung hat ein bisschen länger ausgehalten. Guten Tag. Haben Sie auch schon mal überlebt in der Immunität? Ja? Geht's Ihnen gut? Muss ich Ihnen noch ein bisschen helfen, schneller zu töten? Zu sterben? Ja? Okay, kann ich machen. Liebe Innocent. Lassen Sie mich in Ruhe. Sterben Sie endlich. Sie haben ja keine Chance gegen mich. Das nervt. Die Gegner, die Bosse haben einfach immer Unbesiegbarkeit, weil sie irgendwie eine Animation triggern. Oh. Hallo Sinn. Bin gerade ein bisschen ironisch, kann das sein. Was holen wir? Gar nichts. Ich lasse die Questbelohnung immer weg. Weil man braucht sie einfach nicht mehr. Das könnte ich am meisten gebrauchen. Nix. Ich lasse die immer weg. Schade, dass es nicht mehr solche Juwelen gibt, aber auch wo man wirklich bekommt, schon früher oder so. Oh, nicht schlecht. Ich glaube, das ist der beste von meinen Minen-Damage-Juwelen. Ja, gut. Aber, oh, Resistenzen? Nee, nichts.
Ja. Irgendwie diese Season ist nicht gerade so gut mit den Drops. Schon Unix, aber man braucht die Unix halt einfach nicht. Also 4 Juwelen habe ich, 14, 15. Das ist mein Drawing Speed. 14, okay. Ah, ist schon das Beste, hä? Juwelen-Slot habe ich noch nicht genommen. So, 7 und die Ion 1. Okay. Jo. Kitawa wird auch sehr einfach werden. Der hat einfach wahrscheinlich auch keine Zeit, um irgendwelche starken Angriffe zu spawnen, weil er sofort umfällt. Ja, jetzt hört auf, mich zu überzeugen. Ich soll weiter den Shrapnel-Ballista machen, weil der hat eine mega geringe Reichweite, wo er ballert. Das gefällt mir einfach nicht, weil das ist so toll. Aber scheinbar, ja, waren die Aufrufe wirklich toll, deswegen, weil ich den gespielt habe am Anfang. Ja, Leute, ihr müsst nicht immer so auf die Videotitel schauen und so. Das ist nur Clickbaiting. Schaut einfach die Videos euch ein bisschen interessieren oder so. Weil sonst könnt ihr nie machen, dass es bessere YouTuber gibt und alles Mögliche. Das sind immer nur die, die solche Titel eigentlich fest planen. Die guten. Und das ist einfach ein Problem, dass ich so langsam einfach auch einsehe, weil ich schon wachse, oder? Aber leider noch zu wenig schnell. Es ist schon ein harter Knochenjob, überhaupt Erfolg zu haben bei YouTube. Ja, ich möchte ja nicht die Videos machen, die extrem Erfolg bringen. Sondern ich möchte das zeigen, was ich spiele und so. Und das kommt halt nicht immer so gut an. Da ich eben nicht auf Qualität schaue. Diese Qualitätssucht auf YouTube, die ist einfach schlimm. Bleibt so, wie ihr seid. Und werdet nicht immer wie verwöhnt. Das ist das Einzige, was ich sagen kann. Ja, ich sollte vielleicht ein bisschen mehr AOE noch nehmen. Aber ich brauche eigentlich Avatar auf Fire Air. Und dann halt die AOE-Slots. Ja, die Gegner werden schon ein bisschen nervig. Ja, das ist einfach das Gebiet, das ich am wenigsten mag in Nox5. Die Gegner sind einfach zu nervig. Ah, ich dachte, die botzen dorthin. Es ist cool, dass man einfach offscreen Gegner töten kann. Der Angriff hat Self-Cast eigentlich relativ schlechte Ding. Also Dex brauchen wir hier. Was ist das? Explosiv-Trap. Okay. Brauche ich ja nicht mehr. Und mir wurde empfohlen, mit Isettle Mines weiter zu leveln, aber ich finde den Angriff stark genug. Mehr stark. Wieso muss ich das machen, wenn ich auch so spielen kann? Immer diese. Ja, bestmöglichste Grind, das ist sowas von nervig. Spielt so, wie ihr wollt. Nicht immer nach Guides und ja. Ist halt auch so eine Sache, man meint jetzt, man muss wirklich dem Guide wirklich 100% folgen oder so. Das ist einfach, ja. Darum gebe ich jetzt lieber so Tipps und Tricks, die jetzt nicht speziell wirklich etwas empfehlen.
sind eher sind die Taktiken und so weiter. Ja, ihr seht ja am besten, wie ich spiele, wie einfach das ist. So einfach war noch kein einziger Spell oder Ding von mir in dieser Zeit, Anfang Season. Klar, Skeletons waren ja so OP, aber mit dem hatte man auch Probleme, dass man einfach zu wenig Leben hat und Resistenzen als Summoner. Und dann ist es auch noch schwer, aber der hat jetzt wirklich keine Probleme mehr. Also jetzt am Bald wegen Kitawa, minus 30% Fluch. Aber okay. Leicht ist was anderes. Also schwer ist was anderes. Das ist leicht. Macht die Quest eigentlich immer komplett. Weil irgendwie bringt es gar nicht, alle zu suchen. Das ist auch so eine Sache, die ich eigentlich keine Lust habe zu machen. Properties. Werde die immer die ganze Map erfordern. Die sind immer so mega verstreut. Mir auch noch aufgefallen ist, dass manche echt nicht zweite, dritte Parts oder noch mehr Parts sehen wollen. Immer nur der erste. Und das ist auch irgendwie komisch. Es gibt keine Bindung, nichts. Das ist so eine Art, ja, eben. Sie machen YouTube halt falsch Ding. Die Entwickler machen YouTube immer zu mehr zu einer No-Brain. Situation, wo man einfach nur den ersten Part schaut und dann nicht mehr empfohlen bekommt, der zweite, dritte Part oder nicht abonniert und so weiter. Andere zum Beispiel Songs haben so viel Erfolg, ob Gaming, der Gaming, da merke ich immer wie mehr, dass auch die großen YouTuber extremst an Aufrufe verlieren. Das ist, ich weiß es nicht, nicht gerade so motivierend, weiterhin qualitative Videos zu bringen. Ich habe schon dachte dann, ja, weniger Content bringen pro Tag. Nicht drei oder vier Videos, sondern zwei. Damit ich einfach mehr Zeit habe, etwas Tolleres zu machen als YouTube. Es motiviert halt einfach gar nicht. Ich mache es eben wirklich nur für euch. Für mich selber mache ich es überhaupt nicht. Weil, ja. Es ist einfach Arbeit. Es ist eine mega Menge Arbeit. Und ja. Aber ich mache es sehr gerne. Weil ich habe auch einen konstanten Aufrufherd. Also, ich habe überall so ungefähr 20 bis 40 Aufrufe. Und das zeigt, ich habe schon eine Bindung aufgebaut in den 2 Monaten wieder. Alle anderen sind inaktiv, die früher schon dabei waren, oder früher dabei waren, sind leider inaktiv geworden. Na gut. Ach komm, mach endlich. Ich bin am Rushen. Also nicht ganz am Rushen, aber... Ja, wisst ihr, einfach am schnellen Spielen. Weil so langsam möchte ich auch den wirklich haben. Ja, das Labyrinth war eigentlich einfach, aber es war einfach zu spät, gestern Abend das Labyrinth zu machen. Ich habe es erst nach Akt 4 gemacht. Na, ich eben wollte eigentlich, dass ich das zeige, aber das ist ja so langweilig, das erste Labyrinth. Was ich dachte, ja, lieber nicht. Ich muss wirklich die Zeit auch haben, um irgendwas zu zeigen und nicht Nachtruhe haben. Naja. Deine Mutter hat auch keine Pockets. Shadow, nicht so schwitzen, weitermachen. Ja, ich bin immer wieder ein bisschen gestresst, man merkt. Da. Oh, ich glaube, ist sie erledigt, wie schnell. Mann, immer diese
Crit Flasks. Ja, Diamant Flasks sind schlecht. Ah, diese Schrott Items. Also ich manchmal eventuell ein bisschen genervt bin, liegt einfach an der Krankheit. Dass ich nicht so den Stress abbauen kann. Ja, und die sollen endlich machen, dass man die Teleport-Skills auch hier benutzen kann. Man läuft im ständig irgendwo in einem Gebiet herum. Ja, in der Stadt herum. Ja, heute wieder ein Sporttag. Muss schauen, dass ich noch Grimdawn aufnehmen kann oder was der Koch. Und heute mal keinen Minecraft bringen, weil ich einfach keine Zeit habe, jetzt noch zu farmen und so weiter. Braucht noch Items. Ja, meinen muss ich unbedingt dort. Und bei Champions of Regnum muss ich halt einfach leveln. Für beides habe ich momentan echt keine Zeit wegen dem Sport und wenn jetzt nicht gerade so wach bin. Ist ja auch erst 9.38 Uhr am Morgen. Aber immer eine Runde Path of Exile, das ist das Wichtigste. Ja, die hat die Feuerresistenz wie ein extremes Feuerding. Brauchen wir dann noch etwas? Dann können wir gleich noch kurz Kitawa machen. Ne, wir brauchen nichts mehr. Ah, doch, Kitawas Ding brauchen wir noch. Ja, Körperteile von Kitawa. Ja, der macht schon ein bisschen mehr Schaden. Aber das ist einfach, weil, ja, der Angriff relativ fett ist. Also zu wenig halt einfach trifft, wenn zu viele Gegner da sind. Dann wird der Schaden schon echt fest aufgeteilt. Aber gegen Bosse macht er so viel Schaden. Also gegen einzelne Gegner. Gegen mehrere Gegner macht er halt definitiv weniger Schaden. Ja, und dann hat man wieder Pech, dass man nur eins oder zwei, und dann wieder zwei, ja, hat nicht dann, wenn man mehr braucht, spawnt. Das ist immer so. Ja, ich wollte eigentlich AOE holen, aber, nee, ich brauch's eigentlich jetzt nicht. Das ist einfach das Spell, der das macht, dass man einfach nicht immer trifft. Die Gegner haben echt viel Leben. Das ist einfach so. Aber das wird stärker, wenn wir dann ein bisschen höherlevelige Stufen Gems haben. Auch mal Schüssel Ding haben. Gem-Cataclysm. Ja. Und ich wollte ja noch auf Deutsch stellen, aber lieber auf Englisch jetzt. Ah, schon tot. Was hast du denn gemacht? Hast du gar nichts gemacht? Mit den Gegnern reden, mache ich immer wieder. Nächstes Mal ein bisschen mehr Leben, mehr Resistenzen bitte, Gegner. Das geht doch gar nicht. Das ist unerhört. Hallo. Ein
Zehennagel. Okay. Ah, nein, nein. Ein Zahn. Er ist ja nur eigentlich der Torso mit zwei Armen, oder? Ich weiß gar nicht, wie er unten aussieht, aber. Ja, er wurde in zwei gerissen, glaube ich. Vom Sinn, glaube ich, damals. Oder Innocent und Sinn. Wurde damals in zwei gerissen. Also von einem anderen Gott. Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, aber der Gott der Tempel. Ich glaube, das ist Innocent, oder? Ich weiß es nicht. Also von der Story kenne ich ja nicht so viel. Eher einer, der gerne die Spiele spielt ohne Story. Weil ich einfach die Action brauche und jetzt auf die Story nicht so Wert lege. Weil sie meistens nicht so qualitativ ist wie bei Grundspielen halt. Ist es ja ein Hack'n'Slay. Grundspiel. Ja, ich bin meistens sehr verwöhnt von Stories und deshalb bin ich jetzt nicht so interessiert, was alles die Stories von Path of Exile bietet. Ja, es ist eher so ein bisschen verwirrend. Es gibt so viele Götter, so viele Helden, alles mögliche. Dann noch die Rogue Exiles. Ja, ja. So, dann haben wir die Körperteile. Der Kiefer. Und die Haare, okay. Und das sind von seinen Dienern, oder von... Also Hinokera ist, glaube ich, ein Diener von ihm. Ja, Turukama ist... Tukohama ist doch vom Moroder, der, ja, sind wahrscheinlich ein Verdiener von, Kitawa, hä? So. Schade, nicht gute Items. In Akt 5 keine guten Ereignisse, das hatte ich eigentlich kaum. Da hatte ich eigentlich immer sehr gute Ereignisse. Ein bisschen vorwärts und so. Naja. So. Ja. Kitawa-Kampf möchte ich eigentlich noch zeigen. I don't think I need to be doing that right now. Aber zeitlich geht's ja nicht. Schon 28. Naja. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.